Zumindest wenn ich immer nach 9 geguckt habe, war es wirklich meist so, ja, zwischen 30 und 50. Meistens 44, 99. Meistens. Hab mir gebockt, gerade mit Hollywood anzufangen, wir aber auch endlich die 180 Runs in Level 14 hinter mir haben. Du hast noch früh genug Zeit mit HDRO. Das passiert schon noch früh genug. Wobei es natürlich auch cool wäre. Es tut mir nur leid. Du musst es mal so sehen. Selbst wenn du jetzt anfangen würdest, könnten wir ja jetzt gerade eh noch nicht zusammen spielen. Weil wir ja auf anderen Servern wären. Ne? Falls das ein Punkt wäre, um dich davon erstmal zu befreien. Du kannst dir noch jede Menge Zeit lassen. Es läuft nicht weg. Den Schritt endlich fertig haben. Dann kann ich ihn für anderen Waffen skippen. Das stimmt. Also ich würde sagen, du machst erstmal FF14. Dann kannst du immer noch Herr der Ringe machen. Wäre jetzt meine Meinung. Sechs Addons heute Abend noch holen, wo der Rabatt weggeht. Das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob der Rabatt halt genauso lange geht oder ob es da dann auch wieder ein anderes Datum für gibt. Muss ich nochmal nachgucken. Aber ja, die Erweiterung sich jetzt zu holen, das wäre halt. Hallo Thomas. Ja, ich lebe auch noch. Eigentlich sogar relativ, ne? Oft bin ich eigentlich zu sehen. Eigentlich sollte die Frage ja umgekehrt lautet. Du lebst auch noch? Von dir hört und sieht man ja auch nichts mehr. Mich sieht man viermal die Woche, wenn nichts dazwischen kommt. Aber wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Start in die Woche. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Hat spontan noch viel gefunden. Echt? Also wie gesagt, ich habe Teil 1, 2, 4, 5, 7 und 8 im Regal von der PS1. War mit meinem Vermieter Billard spielen bis eben. Also ja, alles gut. Ja, sehr gut. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Was zum Geier ist Oddworld? Ich besitze Wie eines ist das der heute Oddworld-Spiele, Befinden? aber ich habe es nie gespielt. Also ich kann es dir gar nicht genau sagen. Vielleicht weiß es einer im Chat. So viele Gameboy-Spiele. Ja, Gameboy-Spiele habe ich nur eines. Leider. Aber noch nicht mein Gameboy. Das durfte ich leider nie haben. Klingt fast wie Old World, dabei kommt morgen New World raus. Stimmt, morgen kommt New World. Wird hier aber erstmal nicht laufen. Dafür war mir das Spiel ein bisschen zu teuer. Nee, auf einer Brille brauche ich nicht. Wir könnten nach Hobbingen, Wasserau. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Aber Oddworld soll eigentlich ein gutes Spiel sein. Ist doch das mit diesem komischen grünen Viech, oder? Ganz komisches grünes Wesen. Wie gesagt, ein Spiel besitze ich davon. Hätte ich auch zwei. Ich habe es noch nie gezockt. Irgendwann mal geschenkt gekriegt und jo. In der Versenkung entschwunden. Grünes Viech. Shrek. Nicht so grün. Shrek hat eine andere Art von Grün. Es gibt ja einmal grün, grün und dann gibt es grün. Ich will Spiele loswerden. Ich habe eine Idee, wo man die gut loswerden kann.
eBay. Hallo. Oder du verrätst mir, was du für Spiele hast und ich kauf dir welche ab. Nächsten Monat. Bei mir bist du bei einer sammelwütigen Geländnis. Also, wenn es gute Spiele sind, die ich haben möchte. Hm? Okay. Aber in der Regel, ja. Also Game-Läden geben selten nur noch was für alte Spiele. Zumindest habe ich das festgestellt, als ich die letzten Spiele mal verkauft habe. Deswegen verkaufe ich halt nichts mehr. Das sind alle Spiele in der Wunschliste, die es gibt. Nein, das stimmt nicht, Thomas. Das stimmt nicht. Bei weitem nicht alle. Was ist... Ja. Ich weiß gar nicht. Irgendeins davon habe ich, glaube ich. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Müsste ich mal gucken. Ihr da, dürfte ich aber wie gesagt, kurz in der Regel sprechen? Bei eBay. Aber bei eBay mal reinstellen. Oder eBay Kleinanzeigen. Final Fantasy bin ich mir nicht sicher. Ja, bei Final Fantasy habe ich halt alles außer 9 und 6. Aber. Besiegt Bären. Hier ist ein Bär. Hallo, kleiner dicker Bär. Kleiner dicker Schwarzbär. Ich muss wieder weg. Ich habe 9 aus dem Grund nicht. Erstens, weil es mir als Kind zu teuer war. Und zweitens, weil meine Mutter mir jahrelang versprochen hat, sie kauft es mir. Und sie hat es mir nicht gekauft. Und deswegen besitze ich das Original Final Fantasy 9 nicht. Auf Steam besitze ich es, aber auf Steam ja, ist halt nur digital. Ich hätte gern halt auch die reale Version. Und man kann nicht alles in echt haben. Das ist nicht möglich. Es sei denn, du hast sehr viel Geld. Das besitze ich leider nicht. Wobei, in manchen Dingen auch ganz gut so. Nein, ist neben 10 mein Liebling. Lieblinge würde ich niemals verkaufen. Ich habe ein einziges Mal eins meiner Lieblingsspiele verkauft und habe mir da noch so in den Hintern gebissen. Weil ich es danach nie wieder gefunden habe. Ich habe es verkauft, weil ich damals Geld brauchte als Kind. Für irgendwas anderes. Irgendein Scheißkram. Ich habe es bereut. Ich verkaufe niemals dein Lieblingsspiel. Ich kann mal gucken. Nein. Ich wollte doch was gucken. Also tatsächlich besitze ich Oddworld, Apes Odyssey und Exodus. Also Odyssey und Exodus habe ich. Die einzigen beiden. Hab 9-mal verliehen mit Lösungsbuch. Habe ich nie wieder gesehen. Den Fehler habe ich nie wieder gemacht, ja. Warum greift mich ein Dachs an? Brenn. Brenn, kleiner Dachs. Brenn. Komm her. Komm, Meister Pets. Wir brauchen noch 5 von dir. Also nach dir nur noch 4. Irgendwo bei Dachsbauten. Irgendwo da oben. Ich bin gerade am Bären töten. So, aber ich werde jetzt davon wandern. Gambo und Spiele unter Arm klimmen. Ich habe Pokémon, die alten, wiedergefunden. Dann viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei, Aaron. Und vielen, vielen lieben Dank. Und auch nochmal für die Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Dann wieder sehr viel Spaß gemacht. Wo sind hier die Bären? Dann hat die Bären gesehen. Bären!
Bärchen. Hallo, mein kleiner, dieses Schwarzbär. Das ist aber schön pelzig. Da ist noch einer. Wo ist der nächste? Einen brauchen wir danach noch. Da! Perfekt gespawnt, würde ich sagen. So. 10 von 10, sehr schön. Und wieder zurück, Marsch. Wie ist das Wertebefinden? Ja, wir nehmen die Pilzpastete. Zweimal. Wie sieht es mit dem Ruf aus? Oh, immer noch neutral. Das dauert aber lang. Das Nest finden. Okay. Gut, dann einmal nach Scheren. Scheren haben wir nämlich auch noch was zu tun. Und da sind wir auch schon in den Scheren. Hallo? Wo ist der Quest für mich? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? 93 von 180, etwas mehr als die Hälfte habe ich schon mal. Sehr gut, Hyrule. Sehr gut. Ich glaub an dich. Level 3 geschafft, aber für heute Schluss. Einen Moment. Ja. Ach, du läufst ja nicht weg. Bitte wartet einen Moment. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 4 Level heute geschafft. Person kenne ich doch. Danke, Zuret. Ich sehe jetzt hier im Stream. 30 Minuten Arbeit. Weißt du, was ich in 30 Minuten geschafft habe? 100 von diesen Silbertalern. 100. 100 Silber. Durch Verkaufen. Eieiei. Aber danke. Spare ich mir sehr viel Zeit. Bis zu deinem Haus näher, das stimmt. Es ist nur noch ein Gold zwischen mir. Ein Gold. Ein Gold. Eins. Muss dir dann nur noch die Miete noch leisten. Passt. Wobei für diese Premium-Häuser ist es ja kostenlos, ne? Meine ich. Mal. Oh Mann. Toll, jetzt sehe ich schon wieder verschwommen.
Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Wird es benebelt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol. So wird es verschwunden. Das nenne ich meinen starken Alkohol. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Nein, ich bin in einem Sumpf ohne Hose aufgewacht. Ah, scheiße. nicht zum Handeln, nee. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Zum Handeln muss man keine Freundschaftsanfrage schicken. Aber ansonsten kann man den, kann man auch Freundschaftsanfragen verschicken. Im Allgemeinen, ja. Das geht auch. Aber du brauchst halt, wie gesagt, nicht zum Handeln. Das ist, wo ich liege. Nee. In den Froschmooren ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Oder liegst du auf einem, auf einer ganz anderen Map? Ja, hab deinen Namen eingegeben und brauche dir keine Anfrage stellen. Dann ist in meiner Liste. Ah, okay. Über Lützelbinge. Lützelbinge. Nein! Ah! Wie geil. Den Alkohol brauche ich auch. Sehen, ob das noch ist, wenn ich morgen wieder umgehe. Ja, mal gucken. Aber Freundschaftsanfragen könnt ihr mir trotzdem gerne schicken, wenn ihr das möchtet. Gott sei Dank, würde sie auch da keiner gezwungen fühlen. Dann warte nur immer gleich, wer ist. Über diese Werbung. Kamehameha! Gott, ich liebe diese Klasse. Hier ist eine Einladung oder Nachricht schicken können. Weil keine Kontosanfrage. Okay. Also ich weiß zumindest, als ich mit Kaya gespielt habe, ihn habe ich in der Freundesliste. Ich habe auf Rüsches in der Freundesliste, aber ich glaube, es ist serverübergreifend. Also auch wenn ich mit einem anderen Charakter, glaube ich, drin bin, habe ich die trotzdem in der Liste. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Weil ich habe mir nämlich damals meinen neuen Charakter erstellt auf dem anderen und hatte trotzdem Frisches da in meiner Freundesliste drin. Ja. Ja, ist serverübergreifend. Ich habe beide Chars von Kaya habe ich drin. Und ich könnte, wenn ich jetzt den Namen von jemandem hätte, könnte ich den jetzt hier eingeben und könnte dann eine Freundschaftsanfrage schicken. Da könnte ich noch Sippe machen.
Also wie gesagt, wenn man halt eine Freundschaft in Frage stecken möchte, bei Freunde dann auf hinzufügen. Mappa von Elf. Warte mal. Alles klein? Oder groß und mit große Kleinschreibung? Ich denke mal anfangs groß, oder? Okay. Warte, was, wo heißt der Debuff, den ich nach dem Item bekomme? Oh mein Gott. Jo. Sollte geschickt sein. Ist zumindest der Freudesliste hinzugefügt. Nehme ich die letzte Zitronenbrause? Warte, ich hole gleich nochmal was zu trinken. Ich hole gleich nochmal ein bisschen Wasser. Aber erstmal erledigen wir noch ein paar Spinnen und holen uns die Kupferader. Ach, Namen sind egal. Ich habe neulich auch jemanden gesehen, der hieß Pizzakäse. Und Pizzakäse ist so... Also wirklich. Das ist so ungelogen, jemand Pizzakäse. Pizzakäse. Ich kann nicht Pizzakäse nennen. Das finde ich albern. Aber Mappas Namen finde ich cool. Meiner ist jetzt auch nicht besonders einfallsreich. Wobei ich selber wäre nicht rausgekommen, tatsächlich. Ohne den Chat hätte ich das jetzt nicht herausgefunden. Damit hast du Ärger bekommen von einem Game, wenn dein Name nicht RP-gerecht war. Das hat sich so viel geändert. Ja, ich glaube, die Regeln sind nicht mehr ganz so. Das ist mal wiedererkennungswert, das stimmt. So weiß ich zumindest immer, dass es sich um Mappa handelt. Doch, deiner ist gut. Aber ich glaube für ein RP, weiß ich nicht. Aber RP mache ich ja sowieso nicht. Aber das ist hier ja auch schon lange nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie es auf den 130ern ist. Aber hier im Anfangsgebiet. Ganz am Anfang, wo ich hier mit angefangen habe. Gut, ich habe in dem RP ja nie mitgemacht, aber ich habe zumindest, wenn die Leute ankamen, habe ich die Leute zumindest begrüßt. Das habe ich zumindest schon gemacht. Aber ich habe halt nicht mitgemacht, so in dem Sinne. Ich habe die ihren Weg gehen lassen und die haben meinen Weg gehen lassen. Deswegen war mir das dann immer so relativ Wumpe. Weil ich ja eh immer nur für mich allein gespielt habe. Habe ich mal erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Sind so ein notwendiges Übel. Widerlich. Besser, wenn du sie hast, dann fällt es dir leichter, sie zu töten. Das ist auch wieder wahr. Bei Wölfen fällt es mir zum Beispiel schwer. Aber Spinnen sind halt einfach nur widerlich.
sterbt ihr jetzt endlich mal. Man hätte ruhig ein bisschen mehr Insektenspray in dieses Spiel reinbringen sollen. Oder so ein bisschen Spinnentötungsgift. So toll. Einmal so ansprühen und dann fallen sie tot um. Liegen sie da mit ihren Beinchen. Das war ein Pferdegeräusch, obwohl noch kein Pferd da war. Geil. Und Gott sei Dank, Spinnen sind mir noch nicht begegnet. Bin auch noch im Intro. Ich weiß gar nicht. Gibt es im Intro Spinnen? Ich glaube, im Intro gibt es keine. Ich glaube, ich muss erstmal eine Runde BF4 spielen. Sonst werde ich nur blöde, wenn ich jetzt nur die Sachen in FF14 laufe. Oder ich fange doch mit Tethering an. Das bleibt dir überlassen. Also, ich glaube, es kommt darauf an, wo du bist. Wenn du, glaube ich, als Mensch oder Hobbit startest, dann gibt es Spinnen. Als Elb und Zwerg? Ist als Elb oder Zwerge Spinnen im Intro? Also, als Mensch und Hobbit weiß ich. Als Hochelb gibt es auch Spinnen. Beoringe weiß ich nicht. Die Starkaxt weiß ich auch nicht. Bei Elben und Zwergen weiß ich es gerade. Es gab diese Höhlenviecher. Die Bären. Skelette. Igelkriecher, glaube ich. Elben, die Baumkuschler. Hey, ich bin auch ein Elb. Zwar ein Hochelb, aber ich bin Elb. Und lass mich, ich kuschel gerne mit Bäumen. Die sind bequem. Wobei ich finde, ich habe eine schöne Elben. Ich fand halt die Hochelben so geil, weil ich diese Frisur toll finde. Ich finde diese Frisur so schön. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich kuschel unten und du oben. Okay. Abgemacht. Da wie in die Mitte. Oh Mann. Das nimmt schon wieder ganz, ganz komische Formen an. Ganz, ganz komische. Katapa, 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 katapa. Wollt ihr nicht eigentlich was zu trinken holen? Warte, das mal hier mal ganz kurz. Bin ich in 2-3 Minütchen wieder da. Bin ich hier sicher? Weiß es nicht. Warte mal, ich weiß einen Ort, wo ich sicher bin. Müsste eigentlich hier hinter sein. Sollte ich eigentlich nicht angegriffen werden. Hallo, Halros. Gleichchen. So. Hier stelle ich mich einmal ganz kurz hin. Dann bin ich in 2-3 Minuten wieder da. Hol mir einmal ganz kurz ein Wasser aus der Garage. Und hier einmal ganz kurz pinkeln.